Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zur 30. Folge Trainerkarriere mit Borussia Dortmund. Heute müssen wir gegen Hannover 96 ran und heute kann ich mal ein bisschen rotieren, weil ich glaube, Hannover steht auf dem 15. oder 14. Tabellenplatz der Bundesliga. Das heißt, wir können einfach mal hier, zack, Kurt Zuma und Buchs in der Innenverteidigung. Ginter wird auch mal wieder ein bisschen Spielpraxis bekommen. Januzaj hat im Pokal richtig gut gespielt, wo ich ihn eingewechselt habe. Für Mkhitaryan, zack. Weigel für Gündogan. Ne, nicht für Gündogan. Gündogan bleibt auf dem Spielfeld. Aber Martin Ødegaard und Danny Ings. Nee, der Sturm bleibt nicht. Der Sturm bleibt. Und Weinfeller, komm, wollen wir mal Roman Weinfeller, den alten Sack, ein bisschen Spielpraxis gönnen? Nee, Spaß, er kann einfach mal spielen. Mal gucken. Ich würde sagen, ich drücke jetzt hier auf Spielen und dann sehen wir uns gleich wieder bei der ersten Szene. Flanke, Kopfball, Tor. Boom, Kurt Zuma, alles klar, Aubameyang macht die Flanke und Kurt Zuma köpft. Andersrum wäre es nicht besser. Nein. Aber Kurt Zuma, der muss auch mal ein bisschen Volleys trainieren hier. Zack. Komm, der letzte. Boom, Junge. Jawohl, Januzaj. 15 Minuten sind hier schon gespielt worden. Jetzt ist hier der erste brauchbare Angriff für uns. Der Ball kommt nochmal in die Mitte, aber ja, wird im letzten Augenblick befreit, der Ball. Aber wir sind immer noch im Ballbesitz. Aubameyang, Kagawa. Ihr kennt mich ja. Ich bin der Flankengott. Nicht. Aus Thilos Stream immer, Leute. Da wollen wir jetzt quasi nicht mehr flanken, weil Thilo kann keine flanken, ich kann keine flanken. Das bringt uns gar nichts. Weil wir zocken immer abends meistens ein bisschen Koop-Season zusammen. Liga 1, Leute. Koop-Season, Liga 1. Ich glaube, schon 4 oder 5 Mal den Titel geholt. Auch in Liga 1. Also das läuft bei uns definitiv. Und Adnan Januzaj hier mit dem ersten Abschluss, der gar nicht so verkehrt war. Schön von Lomelu. Schön von Romelu Lukaku erzielt hier. In der 30. Spielminute das 1:0. Ja, auch mit einer quasi B11 können wir hier in Führung gehen. Okay, unser Sturm ist zwar jetzt nicht eine B11, weil da haben wir die Startaufstellung, sage ich mal, gelassen. Lukaku und Aubameyang sind ja unsere Star-Stürmer in der Mannschaft, im Kader. Ich hätte natürlich auch Danny Ings einwechseln können, beziehungsweise von Beginn an spielen können, aber er war nicht ganz so fit, deswegen habe ich einfach die beiden spielen lassen. Martin Ødegaard, der junge Mann, der junge neue Mann, wohin? Hat keine Anspielstation, jetzt hier läuft sich Lukaku frei, Lukaku wieder eigentlich auf Ødegaard, dann probiere ich es einfach mit Lukaku und ja, genau in die Hände von, ich glaube, Schauner war das im Kasten. Och, das wäre so schön gespielt. Kagawa, Aubameyang, zack. Aubameyang mit dem, ja, war das ein Hackenschuss? Ich weiß es nicht. Hab's nicht so genau gesehen. Ilkay Gündogan, John Anthony Brooks. Alter Falter. Was für ein Tor vom Berliner, vom Ex-Berliner. Zack, Leute, hier nochmal schön tanzen. John Anthony Brooks, Leute. Ich wusste gar nicht, dass er so schießen kann. Schaut euch das mal an hier. Gündogan probiert's. Der Abpraller gelangt zu. Ja, okay, das war auch ein bisschen Schuld vom Keeper, aber das war Brooks, ganz klare Sache. John Anthony Brooks mit dem 2:0, nice, Leute. Bin ich richtig froh, dass wir ihn gekauft haben, den Amerikaner. Nein! Erster Abschluss von einem Hannoveraner, nämlich Erding, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Interessiert mich auch relativ wenig, weil ich hier ja gerne noch ein 3:0 oben drauf packen würde. Am besten ja von Ødegaard oder Januzaj oder so. Oder wieder von John Anthony Brooks, Leute. Da kommt er wieder, verliert aber auch gleich den Ball. Und ja, in der nächsten Folge gibt es dann hier das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen.
Bin ich auch schon gespannt. Die Leverkusener darf man nicht unterschätzen. Eigentlich darf man keinen Verein unterschätzen. Jetzt haben wir Platz. Jetzt können wir sie ausspielen und das war sogar Abseits. Und jetzt kann man kein 3:0 machen, weil ich einfach zu blöd dafür bin. Aber ich werde jetzt einfach mal wechseln. 63. Spielminute, die Stürmer kommen jetzt raus. Aubameyang für Ings und... ja, Reus kommt mal rein für Lukaku. Ødegaard, der kann ja einfach mal hier seine Fitness zur Grenze treiben, sage ich mal. Schön von Danny Ings. Er geht hier einfach nur vorbei. Keiner greift ihn an und der Abschluss wird natürlich dann abgefälscht. Gibt's ja gar nicht. Die ganze Zeit kommt da keiner ran, greift ihn keiner an. Und dann, wenn ich Kreis drücke, schieße ich natürlich unseren Spieler an oder den Verteidiger oder so. Keine Ahnung. Ich habe es auch nicht so genau gesehen. Und jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir hier den Anschlusstreffer kassieren. Aber ja, keine Probleme. Freistoß für uns. Und jetzt geht es hier wieder locker, easy nach vorne. Gündogan. Und das darf nicht passieren im Aufbauspiel. Aber wir haben ja eine solide Abwehr. Kurt Zuma, John Anthony Books. Und jetzt langes Ding auf Marco Reus. Den bekommt er. Den muss er bekommen. Wenn nicht, verkaufe ich ihn. Nee, Spaß. Marco Reus wird niemals verkauft. Komm, mach schneller. Schneller, hierhin. Danke. Januzaj in die Mitte auf Ilkay Gündogan. Der hat den guten Schuss und schießt da, glaube ich, Felix Klaus an mit der Nummer 11. Oder? Wer ist das? Ist das Felix Klaus? Oder wie auch immer der heißt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Eckball. 85. Spielminute. Adnan Januzaj auf Shinji Kagawa. Danny Ings. Und wieder abgefälscht. Und wieder mal eine andere Taktik hier, die nach hinten losgeht. Markus Berg mit der Konterchance. Und wen haben wir da hinten? Ich glaube Erik Dumm und Januzaj. Und Januzaj ganz stark verteidigt. Hut ab. Besser hätte das Mats Hummels auch nicht machen können. Und das ist wieder Abseits. Ja, und das Spiel ist auch vorbei. Nee, die nächsten 3 Punkte haben wir, ja, nach Hause gefahren. Beziehungsweise wir sind ja zu Hause hier in Dortmund. Jawolski im Signal Iduna Park natürlich. Markus Berg, Andreasen, Benchop, Charlison Benchop. Ja, geiler Name, geiler Vorname auf jeden Fall. Und mal gucken, ob die Münchner verloren haben oder so. Das wäre natürlich jetzt noch richtig geil. Und der letzte Angriff hier für uns. Adnan Januzaj. Nee, das war er. Jetzt müsste der Schiedsrichter eigentlich abpfeifen. Januzaj bleibt noch verletzt am Boden liegen. Ich hoffe mal, das ist nichts Ernsteres. Statistik natürlich klar besser für uns. 10 Schüsse aufs Tor. Hannover 2 Schüsse aufs Tor. Bayern spielt noch gegen Augsburg. Wahrscheinlich am Abend oder morgen oder so. Am Sonntag. Ich weiß es nicht. Stand ja auch nicht da. Und Bayern hat verloren gegen Augsburg. Gegen Augsburg verlieren die Bayern. Kann ich irgendwie das Ergebnis sehen? Hier, 2:1 hat Augsburg gewonnen. Alter, nice. Läuft bei uns. Besser geht's noch nicht. Nachricht von Spielern. Danke, Chef. Es ist schön, Einsätze zu bekommen, Trainer. Danke. Bitte. So, zack. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier das Training. Vorherige. Ist Januzaj verletzt? Nee. Hä? Wer fehlt da? Ich würde noch Ødegaard trainieren hier. Martin. Ødegaard alles simulieren. Schalalala. Lalala. F von Erik Dohm. Das ist nicht schön. Und wir simulieren weiter. Nämlich in der nächsten Folge gibt es natürlich das Spiel gegen Leverkusen. Pressekonferenz müssen wir natürlich noch machen. Nationaltrainerangebot von Mexiko nehme ich natürlich nicht an. Wir verunsichern die Leverkusener. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die nächste Folge wird, keine Ahnung, kommen. Ich weiß es nicht. Bleibt mal gespannt. Auf jeden Fall gibt es morgen um 12 Uhr wieder ein FIFA-Video oder ein COD-Video. Ich denke mal, ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Checkt mich bei Instagram aus, unten in der Videobeschreibung ist auch der Link dazu. Ich würde sagen, haut da rein, tschüss, Sikowski.